Hallo meine Lieben, ich wurde gerade inspiriert zu einem super tollen Make-up-Tutorial. Ich war denn, uns alle schon mal gehört, ein tolles Make-up soll nicht länger als 5 Minuten dauern. Also zeigen wir das. Wir beginnen bei der Foundation, bei der Grundierung. Am besten den hellsten Farbton, den ihr findet. Nicht wahr? Das bringt euch schönen Schein ins Gesicht. Das lässt euer Gesicht richtig schön hervorkommen. Einfach in die Handflächen auftragen. Ich mach das mal. So. Wir verreiben das. So, reiben uns das über ans Gesicht. Wir sehen das schon, wie schön das ist. Ja, nicht bis zum Hals. Ach, wir wollen ja nur das Gesicht, nicht wahr? Die andere Gesichtsfarbe. Haut. Ja. Das deckt wenigstens alles ab, was wir im Gesicht haben. So, haben wir das. Wir sehen das. Wenn das nicht ganz so flat ist, gar nicht so. Ja, egal. Wir haben dadurch ein bisschen natürlich unsere Augenbrauen übergeschminkt. Also nehmen wir einfach so einen Pencil und malen die uns nach. Am besten in so einem Schwarz. Das gibt besonders Ausdruck. Ja. Naja, egal. So. Ja, Max, momentan ist ja ein bisschen dicker, viel mehr in als so dünn. Na egal, wenn die nicht ganz so gleich sind zu den Augenbrauen, sollen unserem Gesicht ja auch Charakter geben. So, haben wir das schon, haben wir ein bisschen mehr Charakter in unserem Gesicht. Kommen wir zum Lidschatten. Ganz schwarz, schwarz, das macht das immer alles ganz natürlich und schön und nur ein bisschen smoky. Machen wir nicht, es ist ja so kalt draußen. Also dachte ich, wir nehmen so ein schönes eisiges Petrol, einfach auch auf einen Finger. Ganz wichtig dabei, nur auf das bewegliche Lid. Ja, nicht auf das Oberlid. Einfach auftragen. Ja. So, das machen wir auf dem anderen auch noch. Ich finde das so eine. Oh, das passt so super zu meinem Oberteil. Der absolute Wahnsinn. So haben wir das auch aufge. Naja. Blenden ist nicht, denn wir haben keine Zeit. Länger als 5 Minuten darf das ganze Jahr nicht dauern. Auf jeden Fall ist es schon ziemlich ausdrucksstark. Wer es noch ein bisschen ausdrucksstarker haben will, super Glitzer, ist fast das gleiche wie das Petrol, aber es ist egal. Damit schaffen wir ja auch Shades und so, nicht wahr? Also mehr als eine Farbe ist eh nicht drin, weil wir wollen ja nicht aussehen wie der Drag Queen. Ja, so. Das schimmert, oder? Das schimmert. Moment. Ist es trendy? Ich glaube, das wird der Look für dieses Jahr. Finde ich supi. Oh, das schimmert, ne? Oh, naja. Sonst kann man auch nochmal silbernes Glitzer nehmen oder eine andere Farbe. Das kommt natürlich auch noch viel mehr zur Geltung. Farbreste egal. Kommen wir doch auch schon zum Rest. Contouring. Oh. Contouring ist immer super, das lässt das Gesicht ein bisschen definierter aussehen. Einfach schön in so ein Braun, nicht wahr? Am besten so ein ganz dunkles, aschiges. Hier, eigentlich eher so ein, ja, so ein definierter Strich. Definierter Strich ist supi. Perfekt, so, damit wir danach das Rouge auftragen können. Ach, wir können noch ein bisschen hier. Damit die Nase auch noch definiert ist. Super. Ich habe mich für so ein Creme-Rouge entschieden. Das machen wir dann einfach auf den nächsten Finger. Am besten so eine dezente Farbe. So dezent wie möglich. Wir wollen ja auch nicht übertreiben, ne? Ja. Wie gesagt, bloß nicht zu dick. Wir wollen nicht aussehen wie eine Drag Queen. Auf jeden Fall macht es ein bisschen frischer, ne? Finde ich. So, Finger sind egal. Was kommen wir? Ach so, ich habe ganz vergessen, die Wimperntusche. Ach, unser großer deutscher Make-up-Artist. Der würde das Ding vielleicht aufkriegen. Ah, offen ist sie. Tuschen. Tuschen. Ja, einfach. Das macht Dramatik im Auge. Tuschen. Das ist. Das gibt dem Auge einfach Ausdruck. Am besten ganz oft rein und raus, damit er besonders viel Farbe kann. Ja, geil, ne? Ist das schön? Ist das schön? Ich find's super. Ich finde, das gibt dem ganzen Look so richtig Dramatik. Diese,
dramatischen dunklen Augen. Super Geschichte. Ah. Ja, egal ob Klümpchen oder nicht, das macht es dramatisch. Und ich finde, das bringt die Familie immer ein bisschen näher zusammen und macht ganz einfach Dramatik. So haben wir das. Kommen wir also fast zum letzten Lippenstift. Am besten knallig, damit so schöner Ausdruck hat, nicht mit Pinsel auftragen. Wir wollen ein bisschen Volumen in den Lippen. Schauen wir über den Lippen an. Immer schön Ohr an, ja. Erstmal schön ausdefinieren, damit die Ohrlöcher richtig schön definiert ist und dicker wirkt. Ein bisschen schärfer hier an der Kante werden, ne? Etwas dünner, ja, dann füllen wir das aus. Achso, und unten ziehen wir dann auch noch eine Linie. Wir wollen ja schöne, volle. Schönes Rot. So, dann haben wir also diesen eisigen Winterlook, ne? Lippen perfekt für jedes Date, für jedes Geschäftsmeeting. Ist das einfach der Look? Für tagsüber, wenn ihr abends weggeht in einen Club oder so, würde ich euch empfehlen, nochmal so ein bisschen Bronzing-Powder drüber zu hauen, ne? Das gibt euch einfach nur nochmal ein bisschen mehr Tiefe und Look ins Gesicht und das Zeug auch einfach draufhauen. Super. Eine super Geschichte. Die Devise darf einfach mehr ist mehr. Seht ihr das? Wie schön sonnengebräunt ich schon aussehe. Ich finde, das ist der Wahnsinn. Es ist der absolute Wahnsinn. Ja, haut ein bisschen drauf, ne? Nicht ganz so schüchtern sein. So. Ich finde, dann haben wir unseren mittlerweile Club-Look schon total fertig. Und so können wir zum Geschäftsessen, zum Date oder zur Besprechung mit dem Chef. Also, ich habe mich gefreut. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß. Ciao, bis zum nächsten Mal.